Willkommen zurück. Oh ja, diese Einleitung. Hallo. Ja, wir spielen gerade eine Runde Wachmeister und zwar einer gegen einen. Genau. Einfach mal so aus Jux und Dollerei. Um einfach mal herauszufinden, wer von uns beiden der größte Loser ist. Oh fuck! Das Lustige bei Gunmaster ist, wenn man zu zweit spielt. Man kriegt zwar keine Punkte, aber der Fortschritt ist trotzdem da. Wie man unten links gerade sieht. Ja, noch nicht, aber gleich bestimmt. Ja, einfach mal eine Runde Fun. Ein bisschen gucken. Ah, du Sack! Mensch! Okay, da hast du mich echt erwischt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das gibt's doch nicht, wie doll ich daneben schieße, ey. Das ist der Hammer. Okay, ich sollte mich auf jeden Fall etwas bessern. Ansonsten habe ich hier keine Chance. Das war echt brutal gerade. Erstmal eine da rechts daneben gesetzt und die andere links daneben jetzt. Fuck! Ich habe deine Schritte gehört, ich wusste nur nicht aus welcher Richtung. Ich habe das wohl gemerkt, dass du da so ein bisschen durch die Gegend geschlichen bist. Okay. Halle Julia! Das war ein Headshot, ne? Ich glaube schon. Hab mich drauf geachtet. Wird ja nicht angezeigt, also bei mir nicht. Fuck! Es ist halt eine Waffe weiter. Scheiße. Das ist alles so, wie sich das gehört. So muss das sein. Standard wiederhergestellt. Okay, jetzt hast du echt Probleme. Unter Umständen. Was du nicht sagst. Solltest du schnell wieder aufholen, ansonsten könnte das. Woo! Ein Schuss über die Entfernung. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es reicht. Oh, das war böse. Ma! Was soll der Vorteil jetzt? Ja, der Vorteil ist schon echt brutal. Okay, jetzt habe ich aber zumindest keine Shotguns mehr. Warum schaue ich nicht die ganze Zeit meine Tabelle an, weil da eh nichts draufsteht? Oh, fuck, fuck, fuck! Da wird noch nicht mal angezeigt, wenn man jemanden tötet. Das ist auch brutal. Ich meine, es ist ja nicht so. Oh! Ja! Schlecht. Ja. Jetzt muss ich wieder aufpassen wegen des Spaß. Ja, genau. Ja, okay. Hast du meinen Laserpointer nicht gesehen? Ich habe das Blut aus dir rausspritzen sehen. Okay. Aber du hättest doch den Laserpointer sehen müssen, oder nicht? Ich glaube, nee, den habe ich nicht gesehen. Das ist immer. So, ich mach das Scheißding mal aus. Ah! Oh, was? Wie er halt jedes Mal überlebt. Irgendwie dachte ich wäre tot. Du hast schon Leben verloren, oder? Ja, 46 habe ich noch. Natürlich. Wie halt überall meine Leichen rumliegen. Da ist noch eine mehr. Voll der Friedhof. Ah, oh, das war so dumm. Da hätte ich die auch kriegen müssen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Da habe ich auch viel zu lange gebraucht. Okay. Ah, nicht schlecht. Jackhammer? Ein Schuss. Ach, wieso schaffen das immer alle anderen mit einem Schuss jemanden zu erledigen? Das war kein Jackhammer, das macht nicht Spaß. So, okay. Ich habe nur noch gesehen, dass du Jackhammer in der Hand hast. Ah, das ist aber auch brutal. Hast mir auch wieder
73, ja, 74 abgezogen. Du musst langsam mal aufholen. Du bist schon voll weit vorne. Ja, das hast du jetzt gut geschafft. Aber wir wissen ja beide, dass du keine Chance hast. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist doch selber nicht. Nee, nicht wirklich. Bei der Elsat wirst du spätestens stehen bleiben. Ja. Wo du recht hast, hast du recht. Das ist irgendwie relativ gemein, dass wir hier nur bei B spawnen. Ah! Da hast du auch schön gewartet auf mich. Ja, ich dachte, du spawnst wieder da unten und wollte ich gucken, wo du da bist, aber. Also deine Schritte hatte ich schon gehört. Das war irgendwie problematisch. Bist du jetzt eigentlich schon über Jackhammer hinaus? Ja, ich bin gerade bei der AK. Okay. Bei der AK 74M oder wie die ist. Bewegst du dich? Ja. Okay, du bist zu weit weg, ich hör dich. Jetzt hab ich dich gehört. So brutal gerade. Schnitzeljagd. Aber sowas von. Ich werde mich gleich so verjagen, wenn ich dich sehe oder wenn du mich triffst. Verdammt. Okay, das war jetzt irgendwie beschissen. Aber ich bin auch gerade nur noch durch die Gegend geschlichen, als du gesagt hast. Oh, das war ein bisschen Luck. Als du gesagt hast, dass du. Mich gehört hast. Nein! Ich hab dich gesehen, wie du an mir vorbeigelaufen bist. Wie bist du da schnell dahinter gekommen? Das war gar nicht schnell, ich bin zwischendurch dreimal angehalten oder so. Natürlich. Okay. Jetzt muss ich mich aber echt anstrengen. Ich muss noch 2 Kills machen mit der Waffe. Oh, war das schlecht! Oh, war das schlecht! Oh Gott! Dip, dip, dip. So. Ehre wiederhergestellt. Das war knapp. Wieso, du hast ja noch 75 oder so, oder? 66. Oh. Ach, scheiße. Wieso hab ich gerade 60 FPS, obwohl mein... LOL. Ich habe meine Frame Rate auf 29,97 gesetzt. Ich hatte gerade 60 FPS. Okay. Ich muss mal aufpassen, dass ich mich B nicht zu sehr näher, weil das irgendwie assi ist, aber... Jetzt holst du auch noch auf, was soll der Scheiß?
Ist das erlaubt? Vielleicht. Ah, das ist so göttlich schlecht. Ah, ich finde das total asozial, dass man den Hubschrauber nur sehen kann, wenn man, oder hören kann, wenn man draußen ist. Und zwar wirklich nur dann, wenn man wirklich, also, ne, Tür. Ah, oh, du, da. Also, sobald man Luft über dem Kopf hat, hört man den Heli. Und wenn man keine Luft mehr über dem Kopf hat, dann halt nicht mehr. Wollte ich es gerade ausprobieren, dann musst du wieder kommen. Oh, ich hab dich ja getroffen. Es dauert immer so Ewigkeiten, bis man das mitgeht. Oh Mann. Was, du bist nicht bei B gespawnt? Ich sag gar nichts. Du warst doch nicht bei B, oder? Doch. Wieso? Boah, wie mich tötet mit der Waffe, das geht doch nicht klar. Das ist auch ein bisschen gemein eigentlich, weil ich zu dicht an B. Ich schwitze dich an der Hand, ey. Geht's? Stimmt, du hast recht. Der Heli hört mir echt nur draußen. Wie geil das ist. Das ist total assi. Ich meine, dass sie das nicht besser hinkriegen, ist schon irgendwie der Wahnsinn. Sag mal, willst du auch schießen, oder? Scheiße. Ich habe echt überlegt, ob ich noch eine Runde mit dir chatte oder so, aber... Ah, schön. Schmerzhaft. Na, ich wusste, ich hab dich gesehen. Ich hab mich so gut wie gar nicht bewegt nach dem Spawn. Ach, scheiße. Hätte ich mal darauf vertraut, dass ich dich gehört hätte, aber naja. Oh. Eine Runde Mitleid. Aber ehrlich, die brauche ich auch. Sag mal Bescheid, wenn du tot bist. Bist du tot? Nein. Fuck. Ah, göttlich. Ich muss dich ja auch nochmal messern, ne? Sonst ist ja hier irgendwie... Yep. Wusste ich's. Ja, ich hätte den Laserpointer doch ausmachen sollen. Meine Karte fixiert. Okay, jetzt muss ich mich mal wieder anstrengen, das geht doch nicht. Jetzt sollte es aber relativ easy werden. Ich habe die Elsat gerade. Mhm. Was hast du gerade gesagt? Achso, ich habe ja doch eine Möglichkeit, das nachzugucken. Ich kann ja unten auf das Dings gucken. Ja. Das check ich jetzt erst. Voll gut. Wow, wow, hab ich mich verjagt? Alter! Alter Junge! Aua! Das schaffen wir auch nur einmal. Das sah schon ganz ordentlich aus. Ah! Oh. Du bist bei welcher Waffe? C4. Achso. Ich hab doch nicht so umsonst so nah an dich ran.
Scheiße. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen defensiver spielen. Ein bisschen defensiver. Ich habe mich so gefragt, was du machst mit deinem C4. Ja, das hört man doch überhaupt nicht. Ah. Wieso? Ruft er das? Ja. Was zum Henker? Ich höre so Placing C4. Was für ein Selbstmordkommando ist das denn dann? An alle Feinde, ich platziere jetzt mal kurz Sprengstoff, aber der heilt mir mal. Mein Gott! Braucht er so lange, um das Scheißzeug zu platzieren? Ding hat kein Zweibein, finde ich scheiße. Der ist C4 auch nicht, ist auch total kacke. Ja, genau, C4 mit Zweibein. Wie muss das aussehen? Ach, das gibt's doch nicht, ey. Das ist doch nicht normal! Oh, jetzt bin ich bei meinem Lieblings-LMG. Natürlich. Ja, sauber. Das war aber auch nur ganz knapp im Radius, glaube ich. Tja, Luckshot. Ja, irgendwann muss man ja mal... Nein, nein! Fuck, warum hast du das gemerkt? Und vor allem, warum habe ich das erste Mal durchgezogen? Wenn ich das erste Mal nicht durchgezogen hätte, dann hätte ich eine Chance gehabt, aber... Shit. Okay. Ich darf dich nicht zum C4 kommen lassen, sonst wird's übel. Ma, jetzt muss ich die ganze Zeit aufpassen, dass du nicht von hinten kommst. Das ist doch beim C4 dasselbe gewesen, oder nicht? Die Musik nervt voll, ich kann keine Schritte mehr hören. Ja. Das ist jetzt auch ganz wichtig bei dir. Ja doch, das ist doch von Vorteil, wenn ich weiß, wo du bist. Ah, scheiße. Ich find's voll cool, wie in diesen zwei riesigen Trommeln an der Waffe einfach mal nur 51 Schuss reinpassen, beziehungsweise 50. Weißt du, so zwei riesige Trommeln, wo einfach mal 100 Schuss jeweils reinpassen würden. Schon wirklich sinnvoll, so ein Magazin dabei ist. Kann doch nicht sein! Aber ich habe auch echt, ich merke das jetzt gerade erst, dass ich ein Riesenproblem damit habe. Sobald du dich umdrehst, ziehe ich erstmal das Messer durch. Das ist total schwachsinnig. Ah, das Adrenalin ist steigend. Ich darf nicht sterben. Wie du mich gerade volle Elle mit dem Laserpointer geblendet hast und mich nicht gesehen hast. Nein! 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 Oh, das war schon bitter. Oh, kacke! Wie du halt wartest. Scheiße. C4 down! Das ist ja gemein. Hi. C4 down! Hallo! Komm, trau dich, ja komm! Ja, fein macht er das! Ja, fein macht er das. Aber wenn du da ein bisschen anders geguckt hättest, hätte das klappen können. Oh ja, das war schon echt verdammt knapp. Das hättest du überleben können. Ah, du skippst doch. Ja. Scheiße. Ah, war das schlecht, ey. Und jetzt seht euch meine Kills unten links an. -29006 8672. Das ist ja cool. Das ist ja, ich würde mal sagen, das war eine interessante Runde, aber dieser Spannung soll das dann auch erstmal genug sein. Ich will dich nochmal töten. Wo bist du? Ich stehe. Oh, ich bin immer noch auf Messer. Ich stehe oben bei B. Okay. Da, wo man da spawnt.
Also, ja, mit der Tötung von Projekt, die ja gleich noch vollziehen wird hier. Wo bist du denn? Wo kommst du denn? Ich filte dich nicht. Du bist oben bei B. Ja, bei dem Spawn im ollen Gebäude. Ja, im ollen Gebäude. Das bringt mir auch voll viel, im ollen Gebäude. Ja, oben spawnt man doch nur an zwei unterschiedlichen Stellen, beziehungsweise bei Gunmaster nur an einer Stelle. Naja, auf jeden Fall, Projekt scheint mich ja nicht zu finden. Verabschieden wir uns an dieser Stelle. Nein! Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Na gut, ciao.